Hallo und herzlich willkommen bei Crystals Delicious. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es von uns einen mediterranen Brotsalat, der wirklich sehr, sehr lecker schmeckt und gar nicht so schwer in der Zubereitung ist. Die Zutaten riechen schon total toll, ja, oder? Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los und ich zeige euch erstmal, was wir alles dazu brauchen. Für den mediterranen Salat benötigen wir einmal 250 Gramm gemischten Salat. Hier habe ich einmal 125 Gramm Rucola und 125 Gramm Pflücksalat, den hier einfach schon mal aufgeteilt. Eine große rote Zwiebel, die hier in ganz, ganz dünnen, feinen Scheiben schon mal. 150 Gramm eingelegte Tomaten, die sind in einer Ölkräutermarinade eingelegt und die schon mal in feinen Streifen. 100 Gramm Pinienkerne, die habe ich auch schon mal in einer ungefetteten Pfanne erhitzt und geröstet. 100 Gramm geriebenen Parmesan, 20 Blätter Basilikum. 250 Gramm Cocktailtomaten und hier haben wir ein Ciabatta-Brot, also eine Ciabatta-Stange schon mal. Und für die Vinaigrette benötigen wir einfach Pfeffer, Salz, Balsamico-Essig, Olivenöl, ein bisschen Honig und Zitrone. So ihr Lieben, jetzt starten wir als erstes mit der Vinaigrette los. Dazu benötigen wir jetzt erst einmal das Öl, oder? Ja genau, 6 Esslöffel Olivenöl. Dann nehme ich jetzt natürlich wieder dieses von MyOlio, dieses richtig gute. Und denkt dran, da gibt es ja diesen Rabattcode, den schreibe ich euch ja wie immer unter den Rezepten. Einfach mit Crystals, da kriegt ihr 20% Rabatt. Also 6 Esslöffel Olivenöl und dann steht 4 Esslöffel Balsamico-Essig. Wir haben leider kein Balsamico-Essig, deswegen nehmen wir normalen Essig. Einfach normaler, feinwürziger Essig. Genau. Und davon nehme ich jetzt einfach 2. Den einfach aus dem Aldi gerade. Der schmeckt auch sehr lecker. So, und dann machen wir von dem Balsamico. Und das ist jetzt einfach dieser cremige Balsamico. Dann machen wir es weiß. Mach das einfach per Auge, ich bin da. Mach einfach einen Schubs. Bisschen mehr, bisschen mehr. Guck mal, es gibt mir eine Löffelablage. Sowas kenne ich nicht. Eine halbe Zitrone und halber Teelöffel Honig. Mhm. Ich mache jetzt einfach hier so einen Honig. Löffel. Der Spritzer. Mal gucken, was der Rest später sagt. Ja. Und dann machen wir Salz und Pfeffer nach Geschmack. Das Schöne an dem Salat ist, man kann ihn ja eigentlich super vorbereiten, ne? Ja, genau. Man kann einfach quasi die Salatsoße vorher vorbereiten, bereitet da schon mal alles so zu und muss dann am Ende eigentlich nur noch alles anmixen, wenn alles bereit ist. Also ich würde noch raten, das kurz vorher alles zusammen zu mixen, damit er einfach knusprig und frisch bleibt. Ist das schön? Mhm. So, von der Konsistenz, das ist richtig schön sämig geworden. So. So, die Vinaigrette ist fertig. Jetzt mischen wir alles zusammen. Dann nehme ich einfach ein bisschen von dem Salat. Dann belegt man den ja eigentlich nur mit allem, oder? Ja. Ein paar Tomaten. Dann nehmen wir nochmal ein paar von den Zwiebelchen. Ich finde, bei den Zwiebeln ist es auch wichtig, dass die wirklich hauchdünn sind, weil ich finde es immer eklig, wenn man so eine dicke Zwiebel reinbeißt, oder? Das stimmt, das sollte wirklich so hauchdünn sein. Ein paar eingelegte Tomaten, die haben wir in Streifen geschnitten, übrigens. Da muss man, finde ich, auch aufpassen, weil die schmecken ziemlich schnell, finde ich, bitter, ne? Ja. Dann nehme ich hier gerade nochmal ein paar von dem Basilikum. So, ein paar Pinienkerne. So, bisschen Parmesan. Ein bisschen Parmesan-Käse. Dann nehmen wir die Brotwürfel. Die Brotwürfel haben wir in der Pfanne in Olivenöl, wir haben das Olivenöl erhitzt, haben dann die Brotwürfel reingemacht. Da ist es wichtig, dass ihr eine große Pfanne nimmt und nicht so viel Brot reinmacht, damit es wirklich von allen Seiten schön knusprig wird. Also lieber einzeln anbraten, wenn man nicht so eine ganz große Pfanne hat, sonst genau. Werden die nicht schön kross, ne? Dazu haben wir dann Thymian und Oregano dazu gemacht und ganz fein geschnittenen Knoblauch. Der kommt ein bisschen später rein, damit er nachher nicht verbrennt. Und das bei wirklich mittlerer Hitze von allen Seiten anrösten. Und wichtig ist, dass es natürlich auch
wieder kalt wird, damit es wirklich auch knusprig bleibt. Wenn man das jetzt irgendwo hin mitnimmt, dann aufpassen, wenn man sowas in eine Tupperdose macht, dann weicht das Ganze auf und dann sind die nicht kross. Also lieber einfach in so eine Schale oder so. Und die besser mit einem offen Küchentuch oder sowas abdecken, aber nicht mit einer Dose. Dann haben wir drauf. Und jetzt noch ein bisschen. Und jetzt noch ein bisschen von der Vinaigrette. Dann wird das am besten. Ich krieg Hunger. Das ist fertig. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Im Endeffekt geht es ja auch gerade sofort zu, ne? Ja. Und wir wünschen euch sehr viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.